herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Meckmeier, der Rock'n'Roll-Veganer aus Leerspiesland. Und ich zeige euch heute, wie wir quasi unsere Zahnpasta selber herstellen. Also wir wurden ganz oft gefragt, wie wir das machen. Ja, das ist also wirklich eine sehr gesunde Zahnpasta, die auch noch die Eigenschaft hat, dass die Zähne dadurch aufgeweißt werden. Dazu braucht ihr, ich zeige euch das mal, Kokosöl. Das hat sowieso ganz tolle Eigenschaften. Beispielsweise, wenn ihr eine kleine Verletzung im Mund habt, einfach ein bisschen Kokosöl auf dem Finger dran reiben. Heilt wunderbar. Stimmt's, Melanie? Stimmt. So ist es. Das ist vom Morgenland. Und jetzt sagen viele, hey, Kokosöl. Dieses Kokosöl, das könnt ihr euch angucken auf der Seite von morgenland.bio. Da geht ihr einfach oben auf den Reitern auf Anbaugebiete Sri Lanka. Und da könnt ihr nachlesen, dass die Leute fair behandelt werden, dass nachhaltig angebaut wird. Und wenn ihr das alles durchgelesen habt, unten rechts in der Ecke ist auch noch eine PDF-Datei, da könnt ihr euch einen Flyer runterladen, könnt euch das angucken bezüglich der Nachhaltigkeit. So, dann haben wir hier für den Geschmack ein bisschen das Falsche. Oder eigentlich ein Pfefferminzöl haben. Aber wir haben jetzt Limette. Ah, lecker. Limette ist auch gut. Kindersicherung. Ist immer gut. Mit Kindersicherung nichts für. Wir machen einfach ein bisschen Limette statt Pfefferminz rein. Melanie ist tricky. So, und dann, jetzt kommt's. Kurkuma. Ja, Bio-Kurkuma. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ja, zum Beispiel, ich trinke gerne Kaffee und Tee. Und ihr wollt das ausprobieren, jetzt nehmt euch eine Zahnbürste. Macht euch da einfach mal, macht die feucht in dem Löffel und macht ordentlich Kurkuma drauf. Und putzt euch damit die Zähne. Ja, schön putzen, ihr könnt auch die Zunge damit abbürsten. Und ihr werdet sehen, danach hat man so ein super frisches Gefühl, als wenn man gerade vom Zahnarzt oder Zahnärztin von einer Zahnreinigung kommt. Einfach mal ausprobieren. Der Nachteil ist, hinterher ist die Zahn... Bürste gelb, aber das macht ja nichts. Ich meine, könnte mir dann einfach Zahnpasta drauf und putze dann trotzdem. Okay, wir kommen zu der Ecki Spezial Zahnpasta. Wir geben jetzt erstmal von dem Kokosöl, und das riecht schon total lecker, geben wir so ein bisschen rein. Müsst ihr halt gucken, wie viel ihr braucht. Wir sind hier 8 Personen, die Zähne putzen. Von daher mache ich da mal ein bisschen mehr rein. Also natürlich nicht mehr, sondern Kokosöl. Okay. Dann ein bisschen Kurkuma. Also Kurkuma schmeckt ein bisschen bitter. Wenn ihr sagt, oh, ist mir zu bitter, fangt ihr erstmal mit einer kleinen Menge an. Ansonsten, wir vertragen das ganz gut. Geben wir halt ein bisschen Kurkuma rein. Was auch antibakterielle, entzündungshemmende Eigenschaften hat. Und dann geben wir ein bisschen von der Limette, die eigentlich Pfefferminze, da können eigentlich alles, worauf es steht. Da geben wir einfach jetzt 2, 3 Tröpfchen. Da kommt gar nichts raus, Melanie. 1, 2 3. So, 3 Tropfen geben wir rein. Zack. Und dann rühren wir das schön durch. Also wirklich so eine homogene Masse erhalten. Also möglichst schön verteilen. Ihr seht das hier schon. Es riecht wunderbar. Ist relativ schnell. Es riecht total lecker, oder? Ich finde es sogar besser als mit dem Pfefferminz. Kurkuma Bounty. Schön limettig. Das hat Melanie jetzt gesagt. Sie findet es besser, weil wir vorher eine halbe Stunde die Pfefferminze gesucht haben. Dann hinter euch ein Gefäß, was gut verschließbar ist. Füllt da eure neu gewonnene Kurkuma, Limette, Kokosöl, Zahnpasta rein. Füllen wir rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht im Hintergrund den Godfather of Rock'n'Roll, Lemmy, der immer auf unserem Gäste-WC die Leute begleitet. Wir haben hier eine
Schau mal, Hydrophyl. Zahnpasta, wie sie sich für so einen anständigen Veganer gehört. Die kann man einfach, wenn die, da gibt es auch Abos bei denen, müsst ihr mal gucken. Auf der Seite, guck mal hier. Ich werde nicht von denen gesponsert. Noch nicht. Nein, war Spaß. Könnt ihr auf die Seite gehen, die haben auch so Abos. Da schicken durch die Zahnbürsten, weiß ich nicht, im gewissen Abständen zu. Wer es halt ein bisschen frischer mag, stellt die halt kalt, also im Kühlschrank. Dann hat man einfach morgens ein frisches, schönes Gefühl. Wir geben jetzt einfach ein bisschen davon auf die, ne, Zahnpasta. Und ihr seht jetzt... Auf die Zahnbürste. Auf die Zahnbürste natürlich. Danke, Melanie. Sehr, ist mal gut, wenn man eine Melanie hat, die aufpasst. Und dann fangen wir an. Schön gelb. Man denkt jetzt, das wird so bleiben. Aber, boah, schmeckt so lecker, wie man sieht. Wir kommen hier stundenlang. Alle denken jetzt, es bleibt so. Pass auf. Und ihr seht, die Zähne sind weißer. Sieht man das? Weißer als vorher. Sieht schick aus. Man hat wirklich, also das war jetzt ja schnell durchlauf geputzt, wenn er wirklich putzt. Man hat dieses Limettige. Wir haben das Kokos und wenn man mit der Zunge jetzt drüber geht, hat man das Gefühl wirklich, als wenn man von der Zahnreinigung kommen würde. So, zum allerersten Mal Folge 152 und ich verabschiede mich mit Lemmy bei uns in der Gästetoilette. Ihr Lieben, mein Name ist Jerome Eckmeier. Das hier ist die beste Ecki-Zahnpasta, die es gibt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Bis dann.